Wie jetzt Tag 1? Ich sollte Nina einen Fax schicken, damit sie weiß, dass ich hier bin. Täglich grüßt das Murmeltier? Ja, Moment mal. Simon dropped you off? Great. I'll tell you, that man works harder than any of us. You know, the reason he needs to get out of the forest early every day is to go to his other job, cleaning after hours at a restaurant. Anyway, I'm glad you're both so invested in the success of our project. Speaking of, are you up for another task? You're in another squirrel's habitat now, a female we suspect to be pregnant. And we need to know where she's stashing her winter supplies. Hold on a sec. Aber wäre schon schön zu erfahren. Ich meine, wenn die mich yeah, jetzt... That's everything. I've sent you the mission briefing and calibrated your equipment. And I've marked the squirrel's last known location on your GPS. Ja, soweit wie gehabt. Aber es wäre schon schön, wenn ich jetzt erfahren würde, was dort beim anderen los war. Okay, ist Aufgabe 5. Also, wir haben es jetzt nicht nur geträumt. Folge dem Eichhörnchen mit der Kamera. Platziere die Kameras am Weg des Eichhörnchens. Mache ein Foto des Eichhörnchens bei seinem Vorrat. Okay. Tut mir leid, Grünschnabel. Alle guten Kameras wurden im Voraus von der Hirschbrigade gebucht. Du weißt ja, wie schlimm die sind. Diese Billigkameras müssten aber auch gehen. Die habe ich letzten Sommer für die Forellenforschung verwendet. Alter, wir haben gerade Dynamit gefunden und ihr spart bei unserer Ausrüstung. What the fuck? Ihr wollt mich doch verarschen. So. In die Richtung müsste es sein. Von hier oben oder was? Ich glaube, da wird man erstmal schon mit... Na gut, ich... Ich richte mal alle hier auf den Teich aus. Mal schauen, was passiert. Achso, das ist mein Generator. Das werden auch immer mehr Äpfel, was der frisst. Versuche jetzt mal genau auf das X zu kommen. Ach, das hier unten ist die Höhle. Aha. Aha, aha, aha. Also kommt es hier aus der Höhle raus. So. Dann hätten wir dort oben eine. Die wird jetzt vielleicht doch ein bisschen beschissen stehen, glaube ich. Zeig mal her, was fängst denn du ein? Würde dich noch weiter nach unten richten, weil dort irgendwo müsste es dann rauskommen. So, was machen wir mit der dritten Kamera? Die würde ich schon mal in die Richtung. Vielleicht geht es ja in die Richtung. Mal gucken. Wenn wir Glück haben, da haben wir nämlich ein bisschen Zeit gespart. Also das ist die 1. Das ist die 2. Da haben wir die 3 dort oben. Okay. Okay, okay.
Natürlich geht die 1 nicht. Warum fängt die 1 das nicht ein? Die 1 ist das. Es müsste eigentlich die hier sein. Es ist zu weit links sozusagen. Links an der 1 vorbei. Also wenn wir die 1 ein Stück nach links drehen, die 2 und 3 dann irgendwie da auf den Weg platzieren. Das wird ja richtig kompliziert. Was hängt denn hier? Aha, okay. Aber das muss wirklich knapp gewesen sein. Wenn wir es damit eingefangen haben, wie es hier lang ist, wundert es mich, dass die nicht eingefangen hat. Obwohl, die Gasse hatten wir ja eigentlich schon mal mit abgefilmt. Mit der Ehens erst, wo es halt nicht lang gegangen ist. Da würde ich das schon mal. Kann ich das hier oben irgendwie? Ah. Richten wir das gleich mal so aus. Das war einerseits die eine Kamera dort drüben. Wo ist er? Das wird so, ach, dort ist er. Okay. Das wird das gleich mal so haben. So. Hey, I thought I'd check in on you. You remember that boat you saw during your last task? Well, it has a name. It's called the DV Fireball. I found a picture from a deer study a few years ago where the name was legible. Still no idea how it got there or why, but at least it has a name now. I'll be honest with you, from my time in Mammoth back in 82, I suspect Panorama. This would be just like them. They're always starting projects and abandoning them, then leaving all their leftover junk in the forest. I honestly don't know how they get away with it. Wieso sollst du? Ah, okay. Ach, das ist ja schon 6 Minuten her, wo du geschrieben hast, du bist AFK. Ich bin hier voll im Spiel drin. Wieso soll man ein Schiff und einen Bagger zurücklassen? Das ist doch teure Ausrüstung. Ich meine, wenn die das Schiff dort nicht mehr rauskriegen, okay. Aber den Bagger. Bei der 2 ist es lang, bei der 3 habe ich es wieder nicht gesehen. Und ist die 3 nicht das? Die 3 ist doch hier oben.
Ja. Hier drauf hatte ich es doch auch gesehen. Oder nicht? Okay, also haben wir nur von der 1 auch relativ verlässliche Informationen. Ganz weit links am Baum vorbei, bei der 1. Aber da wundert mich, dass die Kamera dort oben nicht festgehalten hat. Dann scheint sie hier so lang zu sein. Oh, die 2 ist ein beschissenes Bild. Was zur Hölle ist mit der 3 nicht in Ordnung? Irgendwie kriege ich auf der 3 nie wirklich ein Bild hin. Bei der 2 habe ich es auch nur ganz kurz gesehen. Warte mal, bei der 1 muss ich nochmal kurz gucken gehen. Wie wir es da gesehen haben. Bei der 1 ist ein Stein zu sehen, dem die 2 steht. Ach so, da ist die 3 in die falsche Richtung ausge... Okay. Also da unten lang. Denke mal, es wird hier unten lang rennen. Ist halt nur die Frage, wie weit. Die 3. Da. Entweder stelle ich die 3 immer beschissen hin oder irgendwas hat das zu bedeuten, dass ich mit der 3 irgendwie kein Bild kriege.